Herzlich willkommen zur 79. Folge Minecraft Continuum mit dem Felix. Guten Tag. Hallo. Möchtest du das erzählen, Felix, oder nee. Traust du dich nicht? Sollen die Leute das selber rausfinden? Kann ich jetzt einfach hier. Kannst du mal eine runterkommen? Könnte ich theoretisch gesehen, ja, praktisch so halb. Was? Kann man jetzt einfach das so machen? Ja. Das interessiert dich nicht, oder was? Der einzige Unterschied ist, dass du, wenn du gegen die Einkabe gegenläufst, nicht und Feuer machst und bei den anderen nichts passiert, so ungefähr. Achso, gut. Das ist, glaube ich, so zusammengefasst der einzige Unterschied, der existiert. Wurzel, 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 was? Na dann. Kann man da eigentlich mit Anlauf über die Dinger rüberspringen und wird nicht gewurzelt? Oh, nein, kann man nicht. Nein, okay, definitiv nicht. War ein Versuch wert, oder wie war das? Mhm. Da muss ich. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch die 400 RF pro Tick. Dauerhaft. Für 5 Minuten, ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die Storages einfach voll sind. 400 RF pro Tick, wie viel insgesamt? Da steht 2,5 MRF. Okay. Aber das ist das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, damit. Komm her. Wo ist her? Zwei eben tief, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ja, da. Jetzt kommt das viel Witzigere. Funktioniert das, was ich hoffe, was es ist, so ungefähr? Ich hoffe, dass du es nur direkt daneben stellst und dass er das dann. Ja, das weil ist das Ding. Ne, wie viel brauchst du? Wie viel RF pro Tick? 400. Gut, das Ding haut 500 raus. Pro Tick. Theoretisch. Was ist denn die Umrechnung von FE zu RF? Ist das dasselbe oder ist da eine Umrechnung drin? Ich gehe mal davon aus, dass es einfach dasselbe ist. Aua. Ich stibitz mir mal gleich ein, ne? Ein Kabel? Mhm. Wenn, ja, das. Wenn das nicht funktioniert, bekommst du es eh gleich zurück, aber ich hoffe, es funktioniert. Und da ich das ja, wie gesagt. Nicht eingehen will, mit einem Kupferkabel das zu probieren. Obwohl es theoretisch gesehen funktionieren sollte, weil es 512 oder sowas hat. Oder irgendwie die Richtung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier Stück bräuchte ich dann noch. Vier Stück.
Lieber Gott im Himmel, ich krieg's kotzen. Warum? Geht nicht. Theoretisch gesehen schon. Okay. Praktisch gesehen existiert nur so ein, zwei Problemchen. Okay. Unser RF-Controller, this block can store up to 50 RF and contributes 50 RF pro Tick. You can use up to 4 controls to speed up the RF-based recipe, was weiß ich so. Und das RF-Storage gibt 250 RF pro Tick zum Crafting. Ich weiß aber jetzt nicht, wenn ich ein zweites RF-Storage dazu setze, ob das dem dann reicht. Sieht aber nicht so aus, als würde dem das dann gefallen. Wobei, jetzt tickt er zumindest schon mal dafür nicht rum. Das einzige Problem ist bloß, dass der aus irgendeinem Grund den Strom aus der Power Cell überträgt. Ja, da musst du mit dem Smart Wrench rangehen, dass der, da wo du angeschlossen hast, dass das Ding da ein blaues, ich glaube, ein blauen muss der haben, einen blauen Punkt. Also Output. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstellen könnte, so anhand der Ferndiagnose, woran es liegt. Es ist So, übrigens ein dein. gelber Punkt, um es erwähnt zu haben, aber ja. Das ist ein gelber Punkt. Auf jeden Fall ein Punkt muss sein. So, theoretisch solltest du jetzt bei deinen Maschinen dort vorne, oben, Ja. dauerhaft Power haben. Vernünftig Power. Klingt vernünftig, ja. Ich brauche dann halt nur. Du hast nicht zufälligerweise noch ein zweites Kabel, oder? Doch, jetzt habe ich auch, weil jetzt auch unten die Metal Press und sowas angeschlossen ist an der vernünftigen Power. Jetzt geht sich auch mal vernünftig voran. Bis unser Eisen leer ist, ja. Ja, ich muss jetzt nur noch, theoretisch müsste ich jetzt nur noch unseren Miner hinten anschließen. Und dann wäre alles dran. So, das Casing arbeitet. Ja, sehr schön. Und brauche jetzt 5 Minuten. Richtig. Alter, dieses Brutzeln, das ist nicht das Casing, oder? Doch, ich glaube schon. Ich habe aber die Sounds extrem leise von Blöcken. Das ist halt so eine Tesla-Spule mehr oder weniger, die da zwischen dem RF-Controller ist und die macht halt so eine Blitzgeräusche, wenn der halt so einen Blitz zwischensetzt. Okay. Macht aber keinen Schaden. Dann ist gut. Kannst du dann mal oben die Wire Relays und sowas abreißen? Die werden dann jetzt nicht mehr benötigt. Sollte im Rahmen der Möglichkeit nicht sein, ja. 0, 0, 0, oh. 0, 0. Ja, schön. Die Kohlegeneratoren sind schon leer. Sehr interessant. So, das heißt, der nächste Punkt, den wir jetzt hätten, oder den wir jetzt bräuchten, wäre, dass wir das Holz irgendwie ja mehr oder weniger vernünftig automatisch irgendwie verarbeiten können. Wenn das das Ziel und so weiter und so fort ist, dann vermute ich schon, ja.
Was heißt denn für dich vernünftig verarbeiten? Du meinst jetzt in der Art. Verarbeiten, dass du einfach da, was weiß ich, deine automatische Kohleproduktion da oder deine Ofenbefüllung da, dass wir das Zeug da reinschmeißen und wir holen uns Kohle raus. Und das nicht immer nur stückweise, sondern halt unter Umständen auch ein bisschen mehr. Okay. Das wäre schon nicht schlecht. Das hat sich dann ja eh bald erledigt. Oder was heißt bald? Das hat sich dann irgendwann in den nächsten 100 Folgen erledigt, wenn wir dann mal unser Lagersystem haben. Das waren welche beiden Richtungen, die wir bräuchten? Warte, ich muss gucken. Wenn du mir sagst, wo mein Dings ist. Das war zur Autofarming, glaube ich. Was für Dings? Mein Buch. Keine Ahnung, da wo du So. es immer hinpackst. Mo Better Alloys. Genau, Machina, Fluid Manipulation, Mobile Alloys und Machina, Geospin, White Wound, Plastik und Autofarming. Also einmal nach links weg, einmal nach unten weg. Ja. Das wären die beiden Geschichten. Okay. So, jetzt muss ich nur mal. Denk dran, das legst du da oben in die Kiste rein. Da oben in die Kiste, da oben in die Kiste. Habe ich hier vergessen. Ups, ist rausgefallen. Sowas kann natürlich mal passieren. Also eine von den Maschinen, die da gecraftet werden soll, ist ein Magma Crucible. Das ist die, Ja. die bei Fluid Manipulation ist. Und ich denke mal, dass die Maschine dann, also dass danach irgendwas in die Richtung auch geht, so. Aber keine Ahnung, was genau man dann da herstellen soll. Vermutlich sollst du dann Resonant Ender herstellen und da draußen ein Ingot oder irgendwie sowas. Ja, kann man fast von ausgehen. Okay, das heißt, diese Dinger hier müssten. Gib mal hoch, diese Dinger müssten jetzt natürlich auch deutlich voller sein. Es ist nicht nur der Magma Crucible, sondern auch der Fluid Transposer. Super. Beides. Ist zumindest nach unten. Okay. Das Und nach Problem ist, links. beides kostet genau gefühlt das gleiche. Und du brauchst einen, der nach links ist dann der Zentrifugalseparator. Ja, sowas in die Richtung habe ich erwartet, ja. Das heißt, eigentlich ist der Zentrifugalseparator einfacher. Einfach nur, weil Gesehen. ich kein zweites Ding brauche. Ja, und nach links dann weg, wenn du das Ding machst, dann Plastik. Könnte sogar sein, dass du dann so ein Ding hier herstellen musst, so ein Tree Fruit Extraktor. Ja.
Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ach so, hier brauchst du dieses Hardened Upgrade Kit. Aktuell noch nicht, nein. Okay. Mal nirgendwo Platz. Oh, das haben wir schon. Da brauche ich doch keine mehr erstellen. Auch gut. Wenn auch immer irgendwer mal Konstantin hergestellt hat. Okay. Das wird so ekelhaft alles, ne? Wir brauchen für jedes Ding 12 Emeralds. Glowstone, Redstone und Lapis ist, denke ich mal, einigermaßen egal. Dann brauchen wir 4 Titanium-Dinger. Die sind aber arschteuer eigentlich. Das ist ja der einzige Grund, warum wir dieses Bauxit-Zeug überhaupt machen. Und ja, Ja, zumindest aktuell ist es teuer. Bis wir halt die Möglichkeit haben, das irgendwie selber irgendwie hinzubekommen, ne? naja, es wird aber gleich für die Titanium nicht groß andere Rezepte geben, wenn ich das so richtig überblickt habe. Okay. Ja, außer dass du vielleicht das mit ganz viel Glück aus irgendeiner Stufe 57 oder sowas rausbekommst, dann mit Glück. So ungefähr bei den Voidor-Minern, aber sonst wüsste ich nicht, was da kommen soll, also, weil sonst kann da nichts sperren von der Mining-Höhe her, dass es da kommt so. Nee, das ist glaube ich Tier 5. Ich glaube Tier 5 Dings. Sagst du dann mal bitte Bescheid, wenn dein Teil da durch ist, was du da brauchtest? Was jetzt genau? Dieses Mining, nee, nicht Mining, wie heißt denn das da? Zentrifugalseparator oder was genau jetzt? Nee, wofür du die Batterie da brauchst. Das, der Das Teil Frame ist da. schon seit Ewigkeiten durch, wenn du das meinst. Oh, 70, 60. So, und damit ist der Iron Machine Frame weg, den wir hatten. Toll. Yay, super. Latex Processing Unit und Plastik. Das ist doch toll. Das heißt, ich brauche mindestens nochmal eins an den Machine Frames, oder? Ja, war klar. Das ist so das Traurige, ne? Man guckt sich das Rezept an und denkt sich, geil, das Ding ist super günstig eigentlich, ne? Zwei Öfen, also 16 Cobblestone, vier Eisenbarren normal, ein Redstone und nochmal vier Eisenbarren als Gear. Und dann kommt halt der Maschinenframe, der toll komplett reinscheißt, so, ne? Geil. Also ich brauche mindestens nochmal zwei, drei, mindestens vier, denke ich mal, Frames brauche ich noch. Das heißt, ich brauche 16 Titanium-Ingots und aktuell mit dem, was wir, glaube ich, haben, komme ich auf 3. Denke ich. Hast du eine Kiste? Aktuell eher nicht so im Inventar zumindest. Ah, warte mal, ich habe sogar einen im Inventar.
Das Problem ist halt aber, es wird von der Produktionsmenge halt auch nicht wirklich viel bringen, oder haben wir noch mehr als das jetzt? Also unten in der in dem Koscher-Dings-Teil verarbeiten jetzt gerade noch welche, aber ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Ja. Also da kommt auf jeden Fall noch was. So, haben wir. Ne, das ist Zinnabar. Ich wollte gerade sagen, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Da ist nichts. Es ist natürlich die Frage, ob wir noch irgendwo. Ne, also gut, Erze waren tatsächlich dann nur noch das eine, was da rumliegt. Nein! Sind es nicht. Hier liegen auch noch zwei Sticks Erze rum. Okay, ich habe also nochmal 2,5 Sticks Bauxiterz gefunden. Dann haue ich die auch nochmal gleich hier mit in den Koscher mit rein. Tungsten, Manganese, Aluminium, also Bauxit, das hier unten ist, werden 26 Stück fertig. Und wir, Alter, wir haben hier noch so viel drin, ne? Ja, aber ich sehe trotzdem noch nicht so hundertprozentig, wie das Ganze funktionieren soll, ne? Nee, wir brauchen bedeutend mehr. Das Problem ist, bei dem Stufe 1 kommt Kohle, Eisen, Kupfer, Tin, Aluminium und Apatit. Bei So, ich würde Stufe sagen, dann hauen Sie erstmal rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.